Hallo, dieser Tage konnte es durchaus mal vorkommen, dass man, wenn man Adobe Flash Player unter Linux benutzt und man benutzt den Mozilla Firefox Webbrowser, dass einem die ein oder andere Seite gesagt hat, es gibt ein Sicherheitsproblem mit der und der Flash-Version. Gut, was ist da denn wieder los? Adobe Flash Player unter Linux, unter Firefox zum Beispiel, ist seit ein paar Jahren auf der Version 11.2 stehen geblieben. Natürlich gibt es noch Sicherheitsupdates, aber das war es. Hat man nun eine Seite, die Flash-Version checkt, dann sollte eine höhere da sein, ansonsten kommt irgendeine Sicherheitswarnung. Gut, hier zum Beispiel Chromium Webbrowser kann man sich auf die aktuelle Version hier unter Ubuntu 14.04 LTS oder höher aktualisieren, ja, also den Chromium Webbrowser, dessen Quelltext offen liegt, und dann das sogenannte Pepper Flash Plugin Non-Free zusätzlich installieren, dann hat man auch da, wenn Flash unbedingt benötigt wird, die aktuelle Flash-Version drin. Ist das aus irgendeinem Grund nicht möglich, weil man ganz andere Linux-Versionen hat, wäre noch ein Workaround, den Google Chrome Browser für diese eine spezielle Seite mal zu installieren. Google Chrome Browser basiert zwar auf Chromium, aber ja, der Quelltext liegt nicht offen. Deshalb wäre das die dritte Wahl eigentlich, ne? Und hat dann natürlich auch, weil Google Chrome sich vor Jahren erbeten hat, also Google hat sich erbeten, den Flash Player weiterentwickeln zu dürfen, was Linux betrifft. Und deshalb haben wir überhaupt noch eine aktuelle Flash Player Version für Linux. Dank Google, ne, und fließt dann auch ins Chromium Projekt ein, weil der Google Chrome Browser basiert auf Chromium, was man auch am Logo sieht. Das nur kurz nachgereicht. Wer überhaupt keinen Flash braucht, ja, sondern mit HTML5 unterwegs ist, der hat das Problem nicht. Oder wer einen anderen Flash-Player benutzt, der nicht von Adobe ist, wie zum Beispiel Gnash, der hat das Problem nicht. Aber nur der Vollständigkeit halber, eine Webseite will unbedingt eine Versionsnummer. Das wäre dann der Weg der Wahl. Zuerst mal versuchen mit Chromium, weil der Quelltext von Chromium offen liegt. Ansonsten Chrome Browser von Google, damit man auf eine aktuelle Flash-Version kommt. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.